Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner nächsten Folge Terranigma. Heute geht es endlich in den Norfesterwald. Wir haben jetzt, so glaube ich, den Gegenstand, den wir benötigen, um diesen Wald zu durchschreiten. Darum verlieren wir auch gar keine Zeit. Wir wandern direkt nach Norden. Wir wollen heute endlich nach Storkholm, um das Geheimnis der Prinzessin bzw. der entführten Frau aus Storkholm auf den Grund zu gehen. Wir versuchen, ihr Heimatdorf zu finden, um sie dann mit dem gefundenen Geheimnis zum Sprechen zu bringen. Oh, was macht denn der Roy hier? Wo gehst du hin? Doch nicht etwa in den Wald? Hast du schon von den bösen Bewohnern des Waldes gehört? Na, du nicht? Ich bin viel cooler wie du. Ich gehe ohne fette Rüstung in den Wald. Ja. Ja. Außerdem bin ich viel größer wie du, siehst du? Ja. Viel größer wie du. Ja. Hast du wirklich vor, in den Wald zu gehen, Kleiner? Du bist mutig, Junge. Sei vorsichtig. Es leben nicht nur Bösewichte in diesem Wald. Naja, schauen wir mal. So, ich werde mal. Was siehst du? Ich hätte mir vielleicht Gegengift. Wir werden mal diese Glocke jetzt anwählen. So. Kann ich die jetzt benutzen? Ja, und dann. Oh, es geht ja gut los. Verdammte kleine Fledermaus, ey. Kann denn so ein kleines Biest so viel Schaden verursachen? Ja, kommt alle her! Kommt alle zu mir! Na kommt! Na kommt! Oh, ich bin gelähmt. Ach ja, hör auf damit. Ja. So. Noch eine? Och, ich muss ein bisschen vorsichtiger werden. So, die Wölfe, die wollen wir auch mitnehmen. Wow. So. Die Gegner lassen hier relativ wenig Gold liegen. Das ist ein bisschen schade. Dafür, dass wir das Hermsglocke erklingt. Klingelt die jetzt, wenn wir richtig laufen, oder wie? Ach, komm schon. Nein, verstärkt in Sicht. Komm, wir gehen jetzt einfach mal nach Norden. So, ich gehe mal weiter nach Norden. Bringt mir das jetzt was, wenn die immer läutet? Oder muss die nicht läuten, wenn ich richtig bin? Haben wir ihn schon mal? Ich muss mal merken, hier sind zwei so Baumstümpfe, drei sogar und eine relativ große freie Fläche. Ich wandere mal weiter nach oben. Okay, die Glocke hat nicht geläutet. Jetzt sind wir wieder an einer Stelle, wo wir bereits waren. Nach Norden gegangen und die Glocke ist angegangen. Ne? Scheiße. Okay, jetzt mal wieder am Anfang. Ach, Jemine. Aua. Mann. Aua. Die gemeinen Wölfe. Also, wir gehen nochmal nach Norden. Die Glocke erklingt. Ja, ja. Aua. Hilfe. Nein. Oh. Oh. So ein schnelles Vieh aber auch. Komm, wir nehmen sie wieder alle mit.
So, also nach oben war jetzt falsch. Das heißt, ich gehe schon mal nach rechts. Aber jetzt bin ich doch schon wieder hier. Warum klingelt denn die Glocke? Oder ist das doch an anderer Stelle? Doch, das ist an anderer Stelle jetzt. Ich gehe nach oben. Brücke. Aha. Die Sternbrücke. Stockholm liegt hinter der Brücke. Okay. Wollte ich denn schon so weit? Habe ich gar nicht gelesen. Ne? Also die Brücke ist unpassierbar. Wir müssen sie umgehen. Ich muss wohl oder übel dem Pfad der Tiere folgen. Oh, was haben wir denn hier? Neue Elementare. Ich will da oben lang. Für was? Sind wir jetzt hier wieder am Anfang, wo diese Kiste war? Ich hoffe nicht. Aua. Verwirrt hier mit dem Wald. Was ist hier? Nix. Oh. Okay, das ist wohl eine klassische Sackgasse hier. Oh, jetzt komme ich da nicht drüber oder was? Dass ich hier so rumhüpfe, das ist eigentlich nur klassisches Ausdauertraining, ne? Das ist schon klar. Damit Ark immer fit bleibt. Sowohl für Ark selber als auch für meinen Daumen. Ne? So. Yeah. Flair hier gerade, oder? Überall diese Würmer. Kann ich die echt nicht killen? Scheiße. Ja, kein Problem. Wir wollen weiter, ne? Was ist das? Gott! Slender ist hier! Will ich hingucken. Oh, 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 oh! Eieieiei, der schießt. Oh, verdammt.
das Gott voll cool, dass das so halb dunkel ist hier mit diesen kleinen Lichtauren. Macht gerade voll Stimmung. Geil. Ach, Terranigma. Schade, schade, schade. Das werden wahrscheinlich so wenig gespielt haben damals, weil viele ja von Nintendo zur PlayStation gestiegen sind. Also die PlayStation gab es schon, als dieses Spiel dann rauskam. Ich finde das Spiel so geil. Etwas stimmt hier nicht. Ich fühle, dass mich etwas magisch anzieht. Könnte es der Geist der Sage sein aus Loire? Oder ein Tier? Was fühle ich? Also wenn wir uns jetzt mal hineinversetzen, ja, wir sind wirklich in diesem düsteren Wald, es ist wirklich scheißdunkel. Wir haben da gerade irgendwelche fliegenden Bettlaken gesehen, die mit Feuer nach uns werfen und irgendwelche Würmer, die aus Baumstümpfen herausspringen. Andererseits haben wir schon einiges erlebt, ne? Wir haben Yetis besiegt, wir haben Schlammmonster besiegt, irgendwelche Höhlenmolochen. Nein, wir haben keine Angst. Nein, das stimmt. Ark fürchtet sich vor nichts auf der Welt. Auf geht's! Lass uns die Gespenster jagen. Das ist die richtige Einstellung. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt hier richtig oder was? Wenn ihr mich verbrennt, das ist mir egal. Oh, 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 jetzt wollen wir euch aber mal töten. Das geht doch. Geht doch. Das war's schon. Das sind wieder Pilze, oder? Nee, das sind Baumstümpfe. Nein! Da wollte ich jetzt mal ganz rein. Wir wollen doch immer alle Gegner töten, bevor wir weitergehen. Damit wir schön Erfahrungspunkte sammeln. Oh. Das ist doch hier. Mensch, was machen wir denn? Da komme ich eh nicht weiter. Doch, hier ist noch was, siehst du? Oh, Scheiße. Sieht aber so geil aus, wenn wir gerüstet werden. So, Fledermäuser. Okay, okay, okay. Da war noch einer. Oh, komm schon. So. Ja, wo ist er? Ich hab dich doch gesehen. Du bist abgehauen. Okay, hier geht's weiter. Dann gehen wir jetzt doch nochmal nach rechts. Werdet ihr sterben und aua, Scheiße. Ach Mann. Ich will doch die Elemente auch töten. Ich will doch alles töten. Ich sollte mich vielleicht nicht so häufig treffen lassen. Ach. Nein, nein. Och, Mensch. Scheiße. Oh, alles liegt vorbei. Eine Hundepfeife. So, okay, fassen wir nochmal das Orakel zusammen. Irgendwas war mit Wald, wir sollen im Wald aufpassen, vor den Hunden aufpassen und irgendwas mit Pfeife, ne? Das war so klar, dass du mich von da unten geballerst, das ist so unfair. Ich komm da gleich hin, du verdammter Geist. Nur weil du einen Bettlaken trägst, bist du nichts Besseres. Habe ich denn da im letzten Part diesen 800er Critical Damage gemacht? Ich mache ja nur 200 Schaden eigentlich. Das müsste sich ja vervierfacht haben dann. Jetzt werden wir auch die Fledermaus ganz unten bekommen. Wir rennen da einfach hin. Da ist sie nämlich. Boah, ist ja unglaublich. Ich bin nicht bekommen. So ein Mistvieh.
Hilfe! Dieser Schrei kam von hinten. Muss ich jetzt nochmal hoch? Ich finde heraus, was das für ein Schrei war. Müssen wir hier hoch? Aha. Ach! Wer bist denn du? Dich kennen wir doch. Mylin, genau. Ich hatte furchtbare Angst. Mylin, was machst du denn hier? Ich wollte bei dir sein. Hey, Ark, du bist wirklich stark. Du suchst in diesem Wald nach Stockholm, nicht wahr? Ich begleite dich und werde dir nicht im Weg sein. Das ist eine Überraschung jetzt. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Aber gut. Und es ist wieder hell. Schade. Es war eigentlich ganz schick, so dunkel. Wo bin ich jetzt? Erst machen wir wieder alle Gegner platt, ne? Wir bleiben unserem Prinzip treu. Nein. Nein. So. Bei der Brücke. Jetzt sind wir ja fast schon drumherum gelaufen, ne? Ich will aber doch mal da rechts. Oh Gott, Gott, Gott. Nein. Mylin, du musst aufpassen. Wenn ich an so einem Gegner vorbeifliege, musst du... Nein. Oh nein, bitte, bitte. Oh, jetzt piept's langsam. Dann werden wir mal eine... Siehst du, das ist schon enorm hier. 150 füllt das wieder auf. Ja, die heben wir uns mal für den Boss auf. Wir fressen mal hier so ein paar kleine. Na komm, na komm, na komm. Dumm-di-dumm-di-dumm. Schneller, schneller, schneller. Ich glaube, kleine werden wir uns dann nicht mehr kaufen. Das ist langsam doch sehr mühselig, die zu benutzen. Obwohl, im Gepäck zu haben, ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja, aber 20 Trefferpunkte. Ah, ich weiß es nicht. Wollen wir lieber halten? Ah, ich glaube eher nicht. So, eine Hundepfeife. Hier kann man nochmal lesen. Beruhigt Wölfe. Die kann man nochmal anwählen. So, jetzt gehen wir hier lang. Hier geht's ganz lang. Lol. Na gut. Gehen wir halt hier lang, ne? Oh, jetzt. Ja, ja. Nein. Oh Mann. Da fliegt quasi Erfahrung an uns vorbei. Ne? Das ist immer voll blöd. Nein, da war schon wieder einer. Es ist wieder düster. Schon dunkel. Hallo? Ich kann die Pfeife nicht benutzen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, jetzt. Oh. Oh, jetzt aber ein bisschen eng hier. So, noch ein Crash Till. Super. Sind das eigentlich diese blauen Kristalle aus Breaking Bad? Nee, noch, nee, sind sie nicht. Nein, nein. Gottes Willen. Hier vielleicht. Wollen wir nach unten gehen? Wollen wir das mal? Ich weiß nicht. Geht's in den nächsten Bereich. Warum hauen denn manche Fledermäuse ab? Ach, komm schon. So, da ist wieder hell. Oh, jetzt hab ich dich aufgepasst. Verdammt.
habe schon drauf gepasst. Ich habe mir hier so schön den Baumstumpf und den Busch gerade angeguckt, ob ich da irgendwas entdecke. Da gibt's was. Ja, eigentlich war das immer bisher sehr, sehr ersichtlich, wenn man irgendwas in Klammern Verstecktes finden konnte. Ah! Ich habe mal erwischt. So richtig versteckt, so dass man gar nichts sieht, hat man ja bisher noch nicht. Gut, jetzt wieder eine Kiste. Toll. Wunderbar. War das jetzt die mittlere oder war das jetzt so eine ganz kleine? Das kleine war eine Heilknolle, ne? Und das andere ist dann die. Oh, fliegt doch nicht so blöd. Alter, der muss mal zählen lernen. Fliegt da 3 Meter an mir vorbei? Was ist denn da los? Aber hier. Der auch wieder. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, Scheiße. Komm her. Nein. Jetzt aber. Guck mal, die kommen wieder, wenn die mich nicht treffen. Ne? Oder auch nicht. Kristalle haben wir ordentlich. Können wir mal irgendwann mal dick Zauber einkaufen. Also wir haben ja immer noch, wir haben ja nur ein oder zwei bisher benutzt, bevor wir nur einen wirklich gesehen haben. Wir werden sie noch alle benutzen. Wir werden uns alle Zauber mal angucken, das ist ganz klar. Wir müssen nur auf den... Ah, Scheiße. Ja, ruf doch Verstärkung. Ah, keine Verstärkung nicht. Warum krieg ich eigentlich Schaden und Mylin nicht? Hä? Ist Mylin unsichtbar oder was? Ja? Hä? Hat sie hier die Kleidung des Durchschreitens an oder was? Also da muss ich mal hier mich mit dem Verantwortlichen zusammensetzen. Das geht ja nicht. Also eigentlich ist ja hier geteiltes Leid halbes Leid, ne? Stockholm ist ganz in der Nähe. Na, das klingt doch super. Oh, 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 oh. Oh, jetzt haben wir wieder diese Fliegeviecher verpasst. Na gut. Was ist das? Hier sieht es genauso aus wie in meinem Heimatdorf. Was hast du? Du bist plötzlich losgerannt. Alles genau wie bei mir zu Hause. Kaum zu glauben. Diese Dörfer sehen doch eh alle gleich aus. Ist das nicht bloßer Zufall? Es sieht nicht nur ähnlich aus, es ist absolut identisch. Du musst nicht so laut schreien. Denk nach. Noch weiß ich nicht alles über dich, Ark. Wilder Wölfe. Ark, sie verfolgen uns. Was sollen wir tun? Die Vorhersagung des Orakels findet jetzt seine Erfüllung. Die sehen aus, als ob sie Appetit auf uns hätten. Sollen wir flüchten? Nimm die Pfeife. Nimm die Pfeife, du Pfeife. Ark benutzt die Hundepfeife. Ark! Kaum zu glauben, Ark! Die Wölfe verziehen sich! Ja, bin halt schon
Ich hab's drauf, ne? Meine Hinten, ne? Ne? Ich bin schon ein bisschen größer wie du, ne? Ja. Ja, guck mal, hier gab's das Orakel. Hier ist der sprechende Kürbis. Tatsächlich. Tatsächlich. Sieht es haargenau gleich aus. Die Tür scheint kaputt zu sein und öffnet sich nicht. Eine 1-1-Kopie von Krüster. Ist ja voll Backtracking. Nein, natürlich nicht. Das wird schon irgendeine Story-Bewandtnis haben. Guck mal, die Wölfe stehen genau hier, wo die zwei Zwillinge sonst standen. Das war die Schneiderei. Das war das Haus der Weber. Ich wüsste gern, wie es Melina geht. Arg. Was ist los? Ich denke dran, dass ich meine Stadt zurückließ. Arg, du hast Erinnerungen an Orte, die ich gar nicht kenne. Dafür habe ich Erinnerungen, von denen du nichts weißt. Arg, möchtest du davon erfahren? Mylin, dafür scheint mir nicht der richtige Zeitpunkt zu sein. Schon gut. Interessiert dich nicht. Och, Mensch. Oh, mal knuddeln. Oh, oh, knuddeln, 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 knuddeln. Sei nicht traurig. Oh, scheiße. Ja, 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 das Haus der Weber. So, ist ja gut. Ist ja gut. Oh, sei doch nicht traurig, Mädel. Mensch, ich höre mir deine Geschichten schon noch an. Ja, und hier waren die zwei hüpfenden Kinder. Ne? Das kleine Mädel und der große Junge. Hier war die Mühle. Hier stand dieser Bauer. Da oben stand ein Hühnchen. Das hat das Windhühnchen da links nachgeäfft. Das sind sogar die Händler. Der Brunnen. Der Angler fehlt. Gucken wir hier rein. Tatsächlich, hier geht's rein. Melinas. Hier hat Melina also gewohnt. Pass auf, jetzt treffen wir den alten. Guck mal, genau die Küche. Das sieht ganz genau gleich aus. Und hier oben war mein Zimmer. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Ja, so können wir es ausklingen lassen, oder? Geschichte ist vorbei, Happy End und nein. Vielleicht hat ja Melina nichts dagegen, wenn mein. Nein. Mein Gott. Wir sind doch auch nur ein Kerl. Guck mal, sogar die blaue Tür gibt's hier. Zwei Kisten, also das ist ja wirklich 1:1, also wirklich super 1:1 hier, alles gleich. Davon habe ich schon reichlich. Was werden wir denn da drin haben? Voll. Und jetzt war mir doch klar. Eine Wunderknolle. Juhu. Und Arg erhält ein Porträt. Damit bringen wir Melina jetzt zum Sprechen. Ein Porträt der Familie Melinas. Ich bin ein wenig neidisch. Sie sehen sehr glücklich aus. Melina wirkt heute ganz anders. Arg. Ich könnte Melinas Eltern vor ihr erscheinen lassen.
genau wie in Luran. Auch da schuf ich diese Illusion. Wenn sie ihre Eltern sieht, wird die Prinzessin sehr glücklich sein. Doch ich tue es nur, wenn du sie für immer vergisst. Sowas macht man nicht, Mädel. Ich soll sie vergessen, damit... Also für Melinas Glück soll ich sie vergessen. Quatsch. Doch, Melina. Doch. Maylin, Melina. Mein Gott, die heißen ja alle gleich. Maylin, Melina. Sehr, sehr ähnlich. Ah, ja, aber was bleibt uns anderes übrig, oder? Dann kriegt Roy ja die Maylin. Ach, Melina. Mensch, was sage ich dann? Wir wollen ja sowieso unsere pinkfarbene Melina wieder haben, ne? Aus Kriester. Und wir wollen ja gar nicht die rothaarige Melina. Na okay, wir lassen uns da mal drauf ein. Ich versuche jetzt mal zurück. Was meinst du? Willst du umkehren? Ich überlege. Wir lassen das Abbild unserer Heimat zurück. Wir treffen uns am Schloss. Du darfst auf gar keinen Fall das Porträt vergessen. Hag und Maylin trennen sich am Eingang des Waldes. Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück nach Loire und werden dort mal speichern. Der was zu sagen hat jetzt? Der Molly. Das ist auch so eine Sache, ne? Der Molly. Ich weiß alles. Oh, hier, der erzählt jetzt mehr. Der König von Loire ließ alle Dorfbewohner hinrichten. Seitdem spuken die gepeinigten Seelen der Opfer durch den Wald. Ah, daher also die bösen Geister. Es sind also eigentlich nur die geschlagenen Dorfbewohner von Stockholm gewesen. Gut, gut. Ja, wie es jetzt mit Melina und Maylin und allen anderen jetzt weitergeht, werden wir dann wohl im nächsten Part erst erfahren. Denn ich muss jetzt erstmal speichern gehen. Mal gucken, ob die jetzt was Neues zu sagen hat. Die Sterne kennen deine Zukunft. Höre zu. Hüte dich vor Hunden und finde das pfeifende Glück. Suche im Wald. Ich glaube, die braucht erst noch ein Update, ne? Ist noch nicht up to date, die junge Dame. Ja, gut. Also, das war dieser Part jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind wieder einen großen Schritt vorangekommen. Natürlich werden wir erst wieder schlafen gehen und dann speichern. So, erstmal ausruhen, bisschen strecken. So. Und wie die süßen Mädchen im Schlosspalast. So, und jetzt sind wir ausgeschlafen und ausgeruht. Und dann gehen wir speichern. So, ja, ich werde jetzt heute nur einmal speichern, weil das war jetzt wieder eine Aufnahme in der gleichen Session wie der Part davor. Und falls ihr mir wieder irgendwas schreibt, dass ich irgendwas vergessen hätte, kann ich nochmal zurückgreifen, obwohl ich das sowieso nicht machen werde. Wir wollen ja ein flowiges Gameplay haben. Naja, schauen wir mal. Falls ich irgendwas Essentielles vergessen habe, habe ich dann halt immer noch die Möglichkeit, eventuell einen Schritt zurückzugehen. Ich bedanke mich erstmal bei euch, wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und wir hören uns wieder im nächsten Part von Terranigma. Bye, bye.